Servus Freunde, willkommen zu einer weiteren einer weiteren Folge Das Bayern-Orakel. Nach meinem letzten Orakel hat es ein bisschen schlecht ausgeschaut für die Bayern gegen Real Madrid. Also mein Orakel wäre richtig gewesen, aber irgendwie wollten die Bayern nicht so, wie ich will. Gut, auf ein neues. Bayern gegen HSV. Wir spielen in die roten Trikots, HSV in den weißen Trikots. Die Aufstellung, würde ich sagen, lassen wir wie immer so, wie es uns FIFA vorgibt. Und das Wetter ist heiter. Oh, Elfmeter, Skill Challenge mit Müller. Mit Thomas. Voll ins Kreuz genagelt. Und jetzt hat einmal unten rechts. Jawoll. Und unten links. Und kurz verzögert. Das war der Fehler. Ich hätte nicht verzögern sollen. Aber jetzt trifft er. Schönes Ding. Schön. So, Bundesliga. Sind nicht mehr viele Spiele. HSV kämpft um den Klassenerhalt. Zumindest jetzt noch um den Relegationsplatz. Wo ich denke, dass das sehr schwierig wird. Und wir sind gespannt. Seht ihr das? Das ist mein kleiner Hund. Genau hier. Ganz fein auf ihrem Platz. So, jetzt genug gequatscht. Würde ich sagen, genug gequatscht. Und wir werden die Fäuste spielen lassen. So, auf geht's. Ich erinnere mich Robin. An die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe mit Borussia Schön. Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Oh, schönes Ding. Ah, es gibt Abstoß, weil der wie Abstoß. Ach komm. Geht ja schon wieder gut los. Viele Entscheidungen. No. Nee, im Moment will es noch nicht so ganz. Ja, jetzt aber. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Uff, das war knapp. Schön, schön befreit aus der Situation. Und Flügelwechsel. Jawohl, schön verlagert. Ah, Ribéry einen Schritt zu langsam. Oh, zurück zu Dante. Und Boateng. Schauen wir mal, ob wir das Spiel verlagern können. Ah, zu weit. Ja, der Pass war wirklich furchtbar. Da war überhaupt nicht begeistert von. So. Bayern Express, auf geht's. Leidels. Ja. Schön zurück zu Neuer. Tja, da muss er den Ball zum Torhüter zurückspielen. Wieder schöner Flügelwechsel. Ja, lauf halt weiter. Nein, das ist alles zu statisch. Hasler. Dante. Oh, Ribéry und Ribéry. Alaba. Jawohl. Alaba. Und da kommt er. Müller. Müller. Und da packt er den Salti aus. Herzlichen Glückwunsch. 1-0 für die Bayern in der 18. Spielminute. Die paar mitgereisten Bayern-Fans jubeln. Wird das wieder ein 9-2? Ich glaube nicht. Aber das Spiel war damals schon legendär. Schön gegen die Laufrichtung des Keepers von Müller. Herrlich. Alles klar, 1-0, Freunde der Sonne. Schön abgelaufen von Müller. Die verstehen sich blendend. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, weil das schon wieder Freistoß war. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerburg.
Boah, aber gerade so abgefangen. Boah, jetzt dachte ich schon 11 Meter. Ja, Burschen, lauft's einmal. Ja, Müller, Müller, Müller. Der kann laufen, der kann schnell sein. Und Robin. Boah. Nein, da bringt er keinen Druck hinterm Ball, Martinez. Oh, ist das ein Durcheinander heute? Schweinsteiger am Ball. Arjen Robben im Ballbesitz. Nee, Groß auch kein guter Pass. Mal einen Seitenwechsel machen. Schön. Und wenn heute etwas gehen soll, dann wird Müller wieder. Müller! Nein. Ah. Knapp. Schön. Ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal ganz gemütlich zurück zu Neuer. Und Spiel neu aufbauen. Schöner. Fast Seitenwechsel geglückt. Jawohl, aber Bayern in Bayern Express, das war eindeutig ein Foul. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Ja, Jansen einen Schritt zu spät. Freund. Ah, das wäre abseits gewesen, wenn Alaba hingekommen wäre. Also hast du zumindest auf den ersten Moment ausgesaut. Boah, der war ganz frei. Ribéry. Erst einmal. Lahm, aber gerade so. Und wieder Müller. Müller startet alleine durch. Müller! Müller! Boah! Oh nee, den hätte er machen müssen. Also den hätte er ja mal machen müssen. Eieieiei. Knapp. 6 zu 0 Schüsse. Müller heute stark. Nein, Groß, das war nix. Das war nix. Also sprich Satz mit X. Jetzt jawohl, Ribéry. Gnadenlos. Ah, Robben stand nicht frei, aber gut gemacht. Gut gemacht. Javi Martinez. Jawohl, der Freistoß ist meiner. Das ist meiner. Meiner ganz allein. Alaba. Schauen wir mal, ob wir den zaubern, oder? Da hat nicht viel gefehlt. Das war ja noch knapper, als es aussah. Respekt vor dem Schützen. Und da dürften einige im Stadion angehalten haben. Ja, mach halt hinne. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob der HSV absteigen soll oder nicht. Ich meine, hin oder her, ob er seit Anfang an dabei ist. Schweinsteiger. Jawohl, Toni Groß, hört ihr mich? Nein, es ist egal, HSV soll er absteigen, soll er nicht absteigen. Er ist zwar von Anfang an dabei, aber weiß ich nicht, wer einfach keine gute Leistung bringt, hat es auch nicht verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen. So, jetzt können wir unseren Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer Traditionsverein hin oder her, kann man drüber streiten, finde ich. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so drüber denkt. Mir ist es eigentlich prinzipiell egal. Ich sage immer, auch wenn der FC Bayern absteigen würde, dann hat er keine gute Leistung gebracht. Und dann muss man das halt einfach auch mal so akzeptieren und anerkennen. Ja? Schon wieder gehalten worden. Ja, jetzt kriegt der andere Freistoß, oder? Müller hält da ungefähr da mit dem Arm raus. Ja. Kopf. Der war gut. Ja, klasse.
Na, ist ein strittiges Thema mit dem. Aber wie gesagt, Halbzeit. Der Bessere soll gewinnen und die Schlechten, die müssen halt absteigen. Das System ist halt einfach so. Und andere Mannschaften kommen wieder nach oben. Siehe Köln. Ja, das ist das beste Beispiel dafür. Die jetzt halt eigentlich auch mal wieder nach längerer Zeit wieder in die erste Liga aufsteigen. So, ja, die Statistik schaut eigentlich ganz nice aus. Mit hier 60% Ballbesitz. Kann sich sehen lassen. So, auswechseln. Ich würde sagen, weil es gerade Spaß macht, tun wir Müller auf Kroos-Position und Kroos für Mandzukic. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Jawohl. Nehmen wir. Mandzukic, der Kopfballgefährlichere. Also heute habe ich es wieder, Freunde. Der Kopfballstärkere Spieler als Müller. Gut, dafür habe ich dafür einen. Oh, der war. Dafür fehlt halt wieder einer, der gut schießen kann. Aber ich würde sagen, er hatte seine Chance und jetzt hat Mandzukic. Jawohl. Und dann mit dem Außenriss gnadenlos. 3:0. Schön gemacht. Man sehe, schön, boah, mit dem Außenriss, geschmeidig. Der passt aber ganz genau. Also 3 cm höher, dann geht er an die Latte. Boah, schön ins Eck. Das packen die anderen nicht mehr. Wegen mir darf es so ausgehen. Ich hoffe, dass mein Bayern-Orakel mal wieder ein bisschen recht bekommt. Boah, Querpass um 16er. Das lernt man eigentlich in der E-Jugend, dass man das nicht machen soll. Oh, der war schlecht. Da hätte ich ihn. Das finde ich eigentlich gut gemacht, wenn man so ein bisschen hetzt. Sage ich jetzt mal. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Kein Abseits! Kein Abseits! Mandzukic! Jawohl! 4-0. So darf es gerne weitergehen. Nein, auf was ich hinaus wollte ist, bei dem Spiel, wenn man nicht sich genug Zeit lässt oder den Ball nicht richtig beherrscht, also unter Kontrolle bringt, dann vertändeln die das sofort. Das finde ich klasse. Den Ball in Ruhe annehmen und dann geschmeidig weiterspielen. Das ist eigentlich so die Empfehlung, die ich gelesen habe und die, mit der ich auch schon Erfahrung gemacht habe. Von FIFA 14. Dann einfach den Ball nochmal stoppen. Ja? Nicht aus vollen Lauf flanken. Ja? Das wird meistens nichts. Aber wenn ich sagen wir, den Ball nochmal stopp und dann gemütlich mit Gefühl reinflanke. Ich glaub, die Fans, der Gastgeber hat es, die Sprache verstanden. Ach, da, so wollte ich das nicht. Ja, dann wird das meistens was. Irgendwie einen Fuß hier in die Tür zu kriegen, aber das ist nix. Es wird wohl gewechselt bei der so, Heimat. Schön. Oh, der hat mich abgelaufen. So, bestes Beispiel hier. Zack, und schöner Flügelwechsel. Jawohl, Ribéry nimmt an, schickt Alaba. Jetzt pass auf, ich stopp ihn. Das war jetzt nicht so geplant, aber schöne Flanke, Mandzukic. Oh. Müller, Wahnsinn, packt da auch nochmal einen aus mit seinem linken, schwächeren Fuß. Herrlich. Batz. Ja, wechseln ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wen ich alles auf der Ersatzbank habe. Ob sich das rentiert bei mir oder ob ich meine durchspielen lasse bis zum Schluss. Götze hätte ich noch im Angebot. Den könnte ich hier mal für Müller bringen. Salahi. Das ist doch auch. Oh, das ist auch einer. Mandzukic gerade frisch reingebracht.
Dann würde ich sagen, hier nochmal ein Pizarro vorne rein, weil es so Spaß macht. Wollen natürlich Fans haben, die von der ersten bis zur letzten Minute hinter der Jawohl, Schweini, stehen, raus mit dir. Götze rein und Pizarro für Müller und Schweini. Sehr gut. Sind wir wieder offensiv frisch aufgestellt. Ach komm, den Kopfball-Duell, den musst du jetzt verlieren, oder? Jawohl, Alaba geschickt. Und jetzt hat aufgepasst. Draufgestiegen. Sehr gute Flanke. Ah, wieder zu hitzig. Javi Martinez. Boah, fast. In die falsche Richtung gedrückt. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Und musste er den jetzt verziehen? Robben, Mai. Nein, nach innen gezogen und abgezogen. Nicht. Pizarro. Alaba. Mandzukic. Eine schlechte Koordination mit Ribéry. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Aber 4-0. Würde ich sagen, würde ich so nehmen. Im Orakel. Bayern nach der verlorenen Champions League Halbfinale. Nach dieser desaströsen Klatsche gegen Real. Ballbesitz für Bayern. Muss definitiv wieder in Form kommen, um im Pokalfinale gegen Dortmund zu bestehen. Ansonsten, wenn sich die nächsten Spiele nicht aufraffen, wird's eng gegen Dortmund. Robben. Mario Götze. Oh, grandios gespielt. Schön gespielt. Ah, so macht's doch Spaß. Wenn man den Ball so laufen lassen kann und Flügelwechsel. Oh, durch die Beine geschmeidig, Seitvollzieher. Oh. Ja, wenn er läuft, der Ball, dann läuft er, würde ich sagen. Ja, kommt, Burschen, auf geht's. Schön abgekrätscht. Ah, da stand einer. Den habe ich nicht gesehen, unten in der Grafik. Und HSV macht ein bisschen Druck, aber mei, was ist der Druck schon gegen die Bayern, sag. Hat der Lahm. Gut. Mittelstürmer Lahm. Weiter Rangelei um den Ball. Ribéry. Ribéry, der Flügelflitzer von den Bayern. Nein, zu kurz. Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön. Der Ball ist hinten raus. Hier geht gar nichts mehr. Das war eine einseitige Partie. Die ist jetzt natürlich entschieden. Nein. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus. Das war klar. Jawohl, wir haben. Mario Götze. Götze setzt sich durch. Setzt sich durch. Wird das was für die Bayern? Nein. Den hat er soeben klären. Falsche Taste. Na gut. Ja, 4-0 würde ich sagen, Freunde. Passt soweit. Passt soweit. Gibt nochmal kurz Einwurf und dann denke ich mal, war's es. Ja. Jawohl, alles klar. Das war's. Sieg 4-0 hier im Bayern Orakel. Wegen mir gerne. Hätte ich nichts dagegen. Bayern muss schauen, dass sie wieder zur alten Form zurückfinden. Sonst war es das mit dem DFB-Pokalfinale. Sonst holen wir in Anführungsstrichen nur die Meisterschaft. Und das eigentlich nach dieser ja, Rekordsaison, sagen wir es so, wäre es dann vielleicht doch ein bisschen wenig. Aber gut, hier nochmal die Tore. Müller mit dem 1-0 per Kopf. Dann nochmal Müller. Ah, das war die Chance, wo er drüber geschossen hat. Schauen wir uns die Tore nochmal kurz an. Hier Toni Kroos. Zum 2-0 mit dem linken Außenriss. Mandzukic nochmal mit dem rechten Außenriss geschmeidig ins Eck gedonnert. Und dann nochmal Mandzukic flach
wieder mit dem rechten Außenriss, diesmal links unten rein. Ich sag in dem Sinne danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von dem Bayern-Orakel.